Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 23 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach bei eurem Hansa-Fan. Und bei meinem Comeback sozusagen mit dieser Gladbach-Karriere sind wir doch recht erfolgreich gestartet. Ein 4-2-Sieg gegen Köln und ein 5-3-Sieg gegen Mainz. Es waren zwei Siege mit vielen Toren, aber wir haben auch ein bisschen viel kassiert aus meiner Sicht. Da müssen wir auf jeden Fall ansetzen, da müssen wir auch wieder ein bisschen besser werden. Defensiv, das zieht sich ja so die ganze Karriere bisher durch, aber naja, wir sind erstmal zurück in der Erfolgsspur, Platz 10 nach 11 Spieltagen, 5 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 17 Punkte. Ich schaue jetzt erstmal noch nicht, wo die Reise hingeht, denn es geht erstmal ins direkte Duell mit Eintracht Frankfurt. Das wäre schon mal extrem wichtig, wenn wir das für uns entscheiden würden. Die stehen momentan auf Platz 9, sind 2 Tore besser als wir, aber punktgleich. Dementsprechend, ja, ist das Ziel natürlich klar, dass wir die schlagen wollen. Der übliche Blick auf den Kalender zeigt uns, dass wir aktuell uns in einer Länderspielpause mal wieder befinden, die wir jetzt rumkriegen müssen, hoffentlich verletzungsfrei. Und dann geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann gegen den FC Chelsea und noch gegen den VfL Wolfsburg. Ein ereignisreicher November liegt uns bevor. In der Champions League sieht es ganz gut aus, da wir das Ding gegen Schachtel Donetsk mit 3:0 für uns entscheiden konnten am grünen Tisch, da die nicht angetreten sind. Und weitere gute Nachrichten, auch Franck Honorat kann demnächst wieder mit dem Training beginnen. Heißt also, unsere Langzeitverletzten sind wieder da und macht unseren Kader nochmal deutlich breiter. Und die Länderspielpause haben wir zum Glück verletzungsfrei überstanden. Hätte mich auch gewundert, wenn da mal was passieren würde in FIFA. Aber ja, es geht gegen Eintracht Frankfurt. Während wir sehen, dass Deutschland siegreich den Rivalen war, wer auch immer der Rivale der deutschen Nationalmannschaft ist. Ja gut, sollten wir jetzt erstmal sollte uns nicht großartig interessieren. Wir gehen rein in die Aufstellung. Ja, und in dieser Partie vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Chelsea gebe ich zwei Leuten eine kleine Pause. Draxler rückt für Kroos in die Elf, was natürlich bedeutet, dass Schäfer in die Mitte reinzieht in seine angestammte Position. Und Gonzalez ersetzt den zuletzt gesetzten Kate Cowell. So soll es angehen gegen Eintracht Frankfurt. Simulation erstmal, wir greifen bei Bedarf ein. Gucken wir mal, wie Frankfurt aufgestellt ist. Trapp, Dickmann, Smolcic, Touré, Otenio, Jakic, Ugrinic, Buta, Simon, Kamada und Boré. Viel verändert sich die Mannschaft nicht, aber ein paar Verstärkungen haben sie dazu gewonnen. Sommer mit der ersten Parade in dieser Partie. Und da fällt dann doch das 1:0 durch. Simon in der 15. Minute ist hochverdient hier. Die Anfangsphase haben wir leider komplett verschlafen. In der Innenverteidigung übrigens auch wieder Rhys Oxford für den guten Hanko drin. Das ist gut gespielt, jetzt im Strafraum, Pfostentreffer nur, glaube ich von der Nummer 17 war es, Manu Kone. Und im Gegenzug gibt es fast das zweite Tor von Frankfurt, eieieiei, also sind auch konteranfällig. Oh, klasse gespielt, jetzt müsste der Ball noch kommen, an den langen Pfosten, Draxler legt ihn nochmal quer auf Weigel, das sind so unsere Torannäherungen hier bisher. Sieht nicht so gut aus, weiter müssen wir das Ganze noch selber regeln. Und mal wieder eine gelbe Karte von Lacroix. Ja, auch das gibt's noch. Ja, Pause. Null Chancen. Das kann ich euch sagen, von meinem Kopf das Ganze hier verdeckt gerade. Verdiente Rückstand bisher. Da müssen wir richtig was drehen jetzt zur zweiten Halbzeit. Gehen das Ganze aber vorerst noch unverändert an. Und Jovic, schöner Pass jetzt auf André Schäfer. André Schäfer ist im Strafraum. Schäfer mit der Chance. Schäfer mit dem Tor zum 1:1. Jawohl. Ganz, ganz wichtig nach der Pause. Das war der erste vernünftig ausgespielte Angriff in dieser Partie von unseren Fohlen. Und Jovic mit der schönen Balleroberung. Schäfer gleich in den Lauf von Luka Jovic. Luka Jovic hat da noch die dritte Möglichkeit. Trapp ist zur Stelle. Also wir hätten es fast binnen zwei Minuten einfach mal drehen können, das Ganze. Jetzt ist Draxler mal da durch. Draxler über links. Lässt sich da ein bisschen abtreiben. Draxler legt ihn zurück auf Jovic. Wird geblockt. Nochmal Kone. Wieder geblockt. Nächste gelbe Karte für unsere Gladbacher, für Manu Kone. War, glaube ich, irgendein taktisches Foul im Mittelfeld, was da mal zunächst Vorteil gegeben wurde. Auf jeden Fall geht Kone jetzt runter. Jetzt kommt Toni Kroos rein. Es wird also ein Ticken offensiver. Und die Chance für Frankfurt und der Ball ist drin. Und wieder mal sieht Jan Sommer alles andere als gut aus. Daichi Kamada mit der Führung. Auch Oxford hat sich da ein bisschen typieren lassen aus meiner Sicht. Oh, wieder so ein dummes Gegentor. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Hier haben wir es. So, Junior hat den Ball eigentlich sicher schon. Dann kommt Frankfurt da über Simon. Und dann ist da keiner am kurzen Pfosten, weil Oxford rauskommt. Und ganz ehrlich, das muss Jan Sommer haben, das Ding. In den Kommentaren hat schon mal jemand vorgeschlagen, wir sollten uns mal auf einen neuen Keeper umsehen. Denn Sommer baut mittlerweile immer mehr ab. Und ich habe so fast das Gefühl,
Da müsst ihr vielleicht schon im Winter drauf reagieren. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Draxler setzt sich super durch. Draxler auf Schäfer. Schäfer in die Mitte. Trapp vor Jovic. Wieder gut rausgespielt von Gladbach. Offensiv auf jeden Fall deutlich verbessert die Gladbacher im zweiten Durchgang. Oh nein, und Max Hornsdackwa. Das gibt Elfmeter, weil er sich zu ungestüm anstellt. Die gelb-rote Karte, darauf verzichtet die Schiedsrichterin noch. Aber das ist natürlich äußerst, naja, Kamada stellt clever den Körper rein. Lacroix will den Zweikampf suchen und trifft dann natürlich Kamada. Das nimmt er dankbar an. Ach, ist das... Ah. Und jetzt schießt Kamada das Ding auch noch selbst. Verlädt Sommer 3-1 für die Eintracht. Das Ding scheint gegessen zu sein. Und wir wechseln aus. Die schwachen Draxler und Gonzales gehen. Auch Lacroix, gelb-rot gefährdet. Gehen runter. Hanko kommt, Kaul kommt, Tietz kommt. Es ist unfassbar. Tietz steckt wunderbar durch jetzt auf Luka Jovic. Jovic mit der Möglichkeit. Jovic, Anschlusstor! 3-2, jetzt! 85. Es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. Die Moral stirbt wie so oft bei uns. Und Sommer hält gegen Boré. Ganz, ganz wichtig. Natürlich ergeben sich Räume für Frankfurt. So, und jetzt die letzte Möglichkeit, eventuell nochmal nach vorne zu kommen. Schäfer spielt da Jovic an. Jovic gegen Smolcic hat er keine Chance. Nachspiel hat abgelaufen. Kevin Trapp gegen Tietz nochmal. Und dann ist Schluss. Ah, wir verlieren denkbar knapp und bitter mit 2-3. Ein Patzer von Jan Sommer und ein selten dämlicher Elfmeter. Beziehungsweise selten dämliches Foul von Lacroix, der zum Elfmeter geführt hat. Bringen uns hier auf die Verliererstraße nach zuvor 2 Siegen in Folge. Wir können uns nicht so richtig oben ranbeißen, damit das Gefühl. Und weiter geht's in der Champions League. Wir spielen gegen Chelsea. Danach haben wir noch eine Partie gegen Monaco. Heißt also, ein Punktgewinn wird nicht unbedingt reichen. Denn wenn Monaco zeitgleich gegen Schachtar Donetsk gewinnt, wovon ich fast ausgehe, dass sie plötzlich auch wieder keine Spieler haben. Also es ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, definitiv. So, und das sind die 11 Spieler, die uns gegen Chelsea ein gutes Ergebnis besorgen sollen. Max Aarons hinten rechts für den angeschlagenen Luka Netz, dafür Junior auf der linken Seite. Kaul ersetzt wieder Gonzales, also der kommt irgendwie gar nicht rein bisher. Das scheint bisher ein 50 Millionen Missverständnis zu sein, leider. Es ist richtig zum Heulen. Schäfer wieder auf links, Kroos auf der 10, Corné in der Mitte logischerweise. Das ist unsere mitbeste 11. Oxford für Lacroix drin, der kriegt einen kleinen Denkzettel. War auch keine gute Partie von ihm zuletzt. Balerdi dafür auf der Bank, also Lacroix nur auf der Tribüne. Los geht's gegen Chelsea London. Zu Hause im Borussia Park. Also da haben wir es. Ich liebe diese Champions League Atmosphäre, das habe ich mir schon öfter mal erzählt. Ist, glaube ich, immer ein geiles Gefühl. N'Golo Kanté führt Chelsea als Kapitän aufs Feld. Aktuell wechselt er ja dann da wahrscheinlich in die saudische Liga zu Cristiano Ronaldo und Karim Benzema. Ja, wenn Fußball, die zu viel Geld verdient haben, den Hals nicht voll kriegen. Champions League Hymne ertönt. Das ist die Mannschaft von Chelsea. Nico Schlotterbeck spielt dort in der Abwehr. Und so spielt Chelsea. Edouard Mendy im Tor. Lucas Hernandez spielt. Havertz auf der Bank. Benzema Baini auf der Bank. Markus Thüram in der Sturmspitze. Sterling rechts. Pulisic links. De Jong, Kanté im Mittelfeld. Chilwell, Hernandez, Bastoni, Schlotterbeck, James. Das ist die komplette Mannschaft. Also ein Ex-Klapperer soll die Tore schießen gegen uns. Aarons hat mal Platz da über die rechte Seite. Max Aarons, da ist die Flanke auf Jovic. Die erste Gelegenheit der Partie hat unser Angreifer, unser Top-Torjäger Luka Jovic. Ah, hartes Einsteigen von Max Aarons gegen Christian Pulisic. Gelbe Karte gibt es für unseren Rechtsverteidiger. Ja, da muss er ein bisschen besseres Timing haben, glaube ich. Hier haben wir es nochmal, kommt da von der Seite. Ja, wollte vielleicht den Ball abgrätschen, aber hat natürlich keine Chance auf den Ball. Und Bastoni quasi mit einem Revanche-Foul. Da gibt es keine Karte für. Was? Der geht ja nur von hinten die Beine gegen Kate Cowell. Der hat da keine Chance auf den Ball. Hier haben wir es. Also, ja gut, okay, ich nehme es zurück. Ich glaube, er trifft ein bisschen den Ball. Jetzt Sterling, Hanko zur Stelle. Hanko wunderbar abgegrätscht. Das war klasse. Das war überragend von Hanko.
Und jetzt Toni Kroos im Laufduell mit Nico Schlotterbeck. Toni Kroos! Abgezockt vor dem Tor! Da hat aber wirklich alles Tempo mitgenommen, was er hat. Toni Kroos! Der hier als Zehner in Mönchengladbach nochmal richtig aufblüht. Luka Jovic steckt da gut durch. Und dann läuft er da Schlotterbeck nach vorne. Es greift noch keiner von der Seite an, weil Schlotterbeck eben dran ist. Ich weiß nicht, ob Schlotterbeck da vielleicht auch einen Foul ziehen müsste. Toni Kroos macht das aber klasse, legt den super in die Ecke rein. Keine Chance für Mondi. Ein toller Pass von Toni Kroos. Aus dem Fußgelenk auf Luka Jovic. Luka Jovic. Und dann stoppt er irgendwie. Was ist denn da los? Oh Mann, ey. Riesenchance. Dafür steht unsere Abwehr hier bislang tadellos. Und dann gibt es schnelle Tempo-Gegenstöße über unsere Außen, über Kate Cowell zum Beispiel. Kate Cowell passt zurück in die Mitte auf Jovic. Gerade noch geblockt von einem Abwehrspieler. Und Pulisic kommt da reingeflogen. Und damit ist Pause. 1-0 Führung für Gladbach. Die ist nicht unverdient, diese Führung. Chelsea findet offensiv kaum statt. Das war gerade die beste Chance der Partie für die Blues. Oh, klasse. Hanko mit einer überragenden Partie bisher. Hinten kaum zu überwinden, beziehungsweise gar nicht. Gewinnt jedes 1-1. Oh, jetzt Hanko mit dem Ballverlust. Das ist Frenkie Dinten. Und der knallt den sofort unter die Latte. Ist das bitter, Hanko, gerade so toll gelobt. Der macht wirklich ein überragendes Spiel. Und dann hier macht er diesen einen Schnitzer. Diesen einen Schnitzer hier. Und Frenkie de Jong kompromisslos mit dem Außenriss. Knallt er das Ding unter die Querlatte. Ist das bitter, wie wir unsere Gegentore wieder kassieren. Es zieht sich wie ein roter Faden durch ganz FIFA 23. So, wechseln jetzt aber aus, Toni Kroos geht, Jürgen Draxler kommt. Ich lasse Schäfer diesmal mit Absicht auf dem Flügel, während bei Chelsea Chigankov kommt. Oh, tolle Flanke! Und wer war das? Der hat die Flanke geschlagen, das habe ich gar nicht gesehen, aber Kopfball, Kate Cowell und überragende Parade von Mondi. Und geht der Torschütze raus, Frenkie de Jong. Es kommt Kai Havertz in die Partie, wird, glaube ich, nicht unbedingt einfacher für uns. Toll gemacht von Draxler, kein Abseits von Jovic, Luka Jovic, ja! Nächste Führung, 67. und endlich mal eine gelungene Aktion von Julian Draxler. Wurde ja auch schon öfter mal gefordert in den Kommentaren, jetzt ist er da. Jetzt zeigt er endlich mal, wofür er geholt wurde. Weigel mit dem Pass, Draxler direkt weiter und dann hat Jovic freie Bahn, weil Chelsea zu hoch steht. Und dann netzt Jovic den natürlich ein. 68 Minuten, zweite Führung für Gladbach in dieser Partie. Ganz, ganz wichtig. Ein Sieg würde uns deutlich näher ans Achtelfinale bringen. Und wieder Draxler mit dem Pass auf Jovic. Er schneller als Bastoni. Luka Jovic! Die nächste Riesenmöglichkeit. Max Ahrens, tolle Eroberung. Draxler gegen Schlotterbeck. Draxler gegen Mondi. Da war mehr drin. Und die nächsten Wechsel kommen. Tietz für Jovic rein. Wir haben durchgewechselt. Schäfer raus, ist Gonzalez reingekommen und auch Mauro Junior ist raus. Luca Netz dafür drin. Jetzt aber Draxler wieder. Julian Draxler geht mit Tempo in den Strafraum. Draxler mit dem Pass in die Mitte. Findet keinen Abnehmer. Muss es mal selber trauen, abzuschließen. Und Kate Kau steckt wieder durch auf Julian Draxler. Draxler setzt sich durch gegen Schlotterbeck. Draxler, jetzt findet sein Querpass wieder niemanden. Bastoni vor Tietz, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da ist Abraham durch und er macht es in der 90. Nein, das darf nicht sein. Wir verteidigen so leidenschaftlich, halten Chelsea vom Tor weg, haben genügend Möglichkeiten, aber wie es so oft ist im Fußball, wer sich vorne nicht macht und Chelsea gleicht aus in der 90. durch Tammy Abraham. Ja, wunderbar, EA, wunderbar. Hauptsache Hypermotion. Das läuft die Nachspielzeit. Wir können das hier noch nicht ganz verteidigen. Corné findet den Ball nochmal. Abraham, das ist Chigankov, guck, das kann doch nicht sein!
Ich bin geschockt. Chelsea dreht die Partie in der 90. und 93. Minute und wird hier mit 3:2 als Sieger vom Feld gehen. Viktor Tschigankov mit dem Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Und wir hatten selbst genügend Chancen, um mit 3:1 in Führung zu gehen. Das ist unfassbar bitter. Wieder kassierst du 3 Gegentore. Und wir haben so unglaublich gut verteidigt über weite Strecken der Partie. Nur diese 2 Dinger kurz vor Schluss, das darf nicht sein. Das wird gegen eine Mannschaft wie Chelsea mit der Qualität einfach nur sowas von bitter bestraft. Das darf nicht wahr sein. Boah, 2 ganz bittere Niederlagen, die wir heute erleiden. Leute, das ist richtig hart. Das ist richtig hart. Also, und vor allem jetzt gegen Chelsea haben wir so geil gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Also, so leidenschaftlich verteidigt. Max Aarons mit der gelben Karte, die hat ihm einfach nicht gestört. Hanko mit seinem wahrscheinlich besten Spiel für uns. Am Ende reichen wahrscheinlich die Körner nicht oder die Konzentration nicht. Ich weiß es nicht. Das tut weh. Das tut echt weh. Ja, und jetzt geht's gegen die Wölfe aus Wolfsburg. Der Starre sitzt immer noch tief. Eieieiei. So, mit dieser Elf wollen wir es angehen gegen Wolfsburg. Die Abwehr steht, wie zuletzt auch. Hanko, Oxford, das war stark. Aarons hat sich festgespielt. Junior bekommt eine Pause. Netz kehrt dafür zurück in die Startformation. Kao logischerweise auch gesetzt. Draxler für Kroos in der Mitte. Draxler hat das gut gemacht nach seiner Einwechslung zuletzt. Hatte wirklich Pech gehabt, dass seine Querpässe niemanden fanden, sondern dass immer einer dazwischen war. Jetzt geht's in der Bundesliga. Wann, wenn nicht jetzt, um es wieder in die Bahn zu bringen? Ansonsten sitzt der mentale Starre noch tiefer, als er sitzen sollte. So, schauen wir auf die Wolfsburger Elf in der Zeit. Castils, Di Lorenzo, Di Sassi, Sanchez, Fran Garcia, Arnold ist immer noch da, Kamara, Führig, Kaminski, Stavenier und Wind sind mit dabei. Und Wolfsburg spielt sich da vom Strafraum hin und her. Savanier oder wie man es nennen möchte, macht das 1:0. Wir gehen erneut zum vierten Mal in Folge in Rückstand. Gegen Mainz war das ja auch der Fall. Also, das kann nicht sein, dass du halt immer wieder in Rückstand gerätst und auch in der Simulation schon. Also, es liegt ja nicht mal an mir. Aber wir kommen Gott sei Dank schnell zum Ausgleich. Julian Draxler, jawohl, geht doch. Immerhin, wie gegen Mainz, sind wir schnell zurückgekommen. Hauptsache, wir stellen endlich mal ein, dass wir ständig uns irgendwelche Gegentore fangen. Das geht gar nicht. Aber denkst du, natürlich kommt Wolfsburg wieder durch. Arnold, 2:1, kurz vor der Pause. Es ist, Alter, ich verzweifle hier wirklich bald noch an unserer Defensive. Ich verzweifle da wirklich bald dran. Natürlich versuche ich das in der zweiten Halbzeit jetzt selber wieder zu wuppen. Aber, Mann, ey. Ich will nicht sagen, mir vergeht schon wieder die Lust auf FIFA, aber das ist so langsam echt nicht mehr erklärbar. Wenn wir selbst in der Simulation schon so viel Gegentore fangen. Und das 3:1, die Sasi. Das kann nicht wahr sein. Wir kassieren an der Ecke das nächste Gegentor. Wieder 3. Also, pro Spiel 3 Gegentore, das ist unfassbar. Das ist denkbar schlecht. Das ist grottenschlecht. Hier haben wir es. Julian Weigel geht nicht richtig hoch. Und auch Jan Sommer kommt. Dann sind wir ehrlich, den kann man halten. Der ist so lange in der Luft, dieser Kopfball. Der ist nicht mal wuchtig. Den lässt er einfach nur über die Scheitel streifen. Und Sommer geht einen Schritt zurück, hat er den. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auch nicht mehr überzeugt von Sommer. Ob es jetzt am Ende Omlin wird oder ein anderer Kandidat, wir werden es sehen. Aber das geht mittlerweile mir echt auf den Zünder hier. Und wir haben echt Probleme, uns in den Strafraum der Wolfsburger zu spielen. Wir schaffen es einfach nicht, uns irgendwie Chancen zu kreieren. Wir spielen uns relativ gut nach vorne, aber im letzten Drittel fehlt dann halt irgendwie die zündende Idee. Wolfsburg macht gut zu. Und wir haben bisher nicht eine einzige Torchance rausgespielt hier im zweiten Durchgang. Und liegen aber 3:1 hinten. So, wir wechseln aus. Schwacher Luka Netz geht raus, Mauro Junior kommt, Toni Kroos, Julian Draxler, der bis auf das Tor halt auch wirklich Fehlpässe ohne Ende gespielt hat. Das ist zu wenig. Jetzt mal Toni Kroos mit einer zündenden Idee, zumindest mit dem Steilpass auf Kate Cowell! Immerhin mal ein Abschluss in der 74. Minute. Und das 4:1, over and out, Olysee mit dem... Nee, nicht mit dem Doppelpack, ist eingewechselt worden für Savanier, ja. Also, ich will auch ganz ehrlich sagen, jetzt als Vorstand würde ich jetzt auch mal ganz stark drüber nachdenken, mich rauszuschmeißen. Also, das ist... Ich erreiche die Mannschaft ja nicht mehr. Ich kann im Moment aufstellen, was ich will. Gut, gegen Chelsea ist man aus, das war ein überragendes Spiel von uns, auch wenn wir das Ding in der letzten Minute verlieren. Aber sowohl gegen Frankfurt, als auch deswegen gegen Wolfsburg, das ist gerade schlecht. Das ist gerade schlecht. Wir wollten oben mitspielen. Und wie gesagt, das liegt ja jetzt nicht mehr nur an mir. Selbst in der Simulation versagen wir ja komplett. Das ist es ja.
was hier gar nicht geht. Und Wolfsburg schon wieder frei durch. Frank Garcia jetzt, Hanko. Der hat wirklich aktuell wirklich Normalform. Also der ist gut drauf. Genauso wie Max Ahrens. Aber ansonsten läuft da gar nichts in der Abwehr. Egal wie man da hinstellt. Jetzt mal Weige mit dem Pass nach vorne auf Philipp Tietz. Das ist die beste Chance im zweiten Durchgang in der 89. Minute. Ja, und das war's. Wir verlieren mit 4-1 in Wolfsburg. Alles ist gesagt. Ja, meine Lieben, sportlich zeichnet sich eine absolute Horrorsaison ab. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir jedes Mal so eine überragende Rückrunde spielen. Das ist, boah, keine Ahnung. Jetzt geht's im Pokal weiter gegen Freiburg. Auch zu Hause im Achtelfinale. Es wird nicht leichter. Tja. Wie gesagt, es ist ja mittlerweile sogar eine Simulation ganz schlimm. Was ich selber spiele, außer jetzt gegen Wolfsburg, das war wirklich kacke. Aber Wolfsburg hat sich wirklich eklig gespielt. Aber wir sind ja selbst in der Simulation sind wir unterlegen, haben wir keine Chance. Leute, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, um mich zu unterstützen. Habt ihr Pläne, Ansätze, was wir besser machen können? Am Kader vielleicht? Im Winter? Denn es sind ja mittlerweile, ach hier sehen wir wieder nicht, wir sind im November. Dezember jetzt. Wir sind im Dezember jetzt. Also ist ja nicht mehr lange, nicht mehr viel zu gehen und mir fehlen die Worte heute, wirklich, mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe keine Lust mehr, wie zuletzt, weil spielerisch ist es in Ordnung, ja. Aber, keine Ahnung, mir fehlen die Worte, warum ich mit der Mannschaft nichts auf den Platz kriege. Aber wie gesagt, auch in der Simulation klappt es ja nicht. Ich rede mich hier durch und dämlich und dusselig. Also, macht's gut, Leute, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.